Sehr geehrte Damen und Herren, auch mich treibt das Thema Daten und auch Datenschutz um. Ein Unternehmen, das in Zukunft natürlich sehr angewiesen ist auf die Art und Weise, wie einerseits Patienten auf Daten zugreifen können, aber natürlich auch wir als Unternehmen diese Daten nutzen können, um unsere Produkte zu verbessern, ist natürlich für ein sehr wichtiges Thema. Insofern bin ich sehr dankbar für diese Einladung und ich finde auch neben der rechtlichen und technischen Diskussion über was man mit Daten machen kann, ist natürlich auch die gesellschaftliche Diskussion sehr wichtig. Jetzt kann man natürlich sagen, ob man jetzt bei autonomen Fahren sich darum kümmert, wie man, wem jetzt die Daten gehören, ob dem Fahrzeuglenker, dem Automobilhersteller, dem Betreiber der Autobahn, dem Bremsenhersteller, der Regierung. Noch dramatisch ist natürlich die Frage oder der Blick auf den Umgang mit Daten in der Medizin und bei Patienten. Und nachdem das jetzt alles sehr abstrakt ist, lassen Sie mich einfach mal zwei Beispiele erwähnen, um das Ganze vielleicht etwas plakativer zu machen. Zum Beispiel beschäftigen wir uns mit Software für sogenannte Tiefenhirnstimulation bei Parkinson-Erkrankungen. Dazu muss man in das menschliche Gehirn meistens bei einer wachen Operation eine Elektrode platzieren und zwar exakt an der richtigen Stelle. Und das macht man, wie gesagt, nur unter Lokalanästhesie. Viele Patienten möchten natürlich so eine Operation nicht auf sich nehmen. Insofern werden dem nur sehr wenige Patienten zugeführt und dann stochert man meistens 8 Stunden lang rum, um genau diesen Punkt zu finden. Und wenn alles gut geht, dann hat man den Tremor bei Parkinson abgestellt. Wir haben eine Software entwickelt, wo wir mit einer Art Google die Anatomie des Patienten so vermessen, analysieren, vergleichen können, dass wir über viele Patienten hinweg diese Daten aggregieren können und genau den Punkt, wo man das beste therapeutische Ergebnis hat, in demselben Koordinatensystem oder in einem generischen Koordinatensystem so erfassen kann, dass ich bei jedem individuellen Patienten das über die Mikroanatomie so überlegen kann, dass ich genau an dem Punkt auf Anhieb stimulieren kann und wo ich eigentlich das beste Ergebnis zu erwarten habe. Und damit kann man diese Operationen unter Vollanästhesie durchführen, für Patienten wesentlich schonender und für auf einmal wesentlich mehr Patienten mit besseren Ergebnissen und zu geringeren Kosten verfügbar. Aber ohne das Auswerten und Aggregieren von Daten wäre dieser Eingriff nicht denkbar. Eine Technologie, die heute bereits verfügbar ist. Oder ein anderes Beispiel, Patienten mit Wirbelsäulenproblemen. Die kommen in der Regel zum Arzt mit einer Plastiktüte voller Daten, also meistens CDs, Filme und dergleichen, während aber dann der Operateur sagt, naja, da machen wir erstmal noch eine weitere Kernspin- oder Computertomographieaufnahme, um dann möglichst sofort und möglichst schnell den Patienten zu operieren. Allerdings ist es heute so, bei Wirbelsäulenoperationen geht es etwa der Hälfte der Patienten nach der Operation nicht besser als zuvor. Und oft ist es auch so, dass die klinischen Symptome gar nicht unbedingt korrelieren mit den Bildern. Das heißt, ohne den chirurgischen Eingriff zu digitalisieren, um zum Schluss zu gucken, habe ich denn überhaupt diesen Eingriff durchgeführt, den ich überhaupt vorhabe, und zu ermöglichen, dass der richtige Patient das richtige Implantat, vielleicht in letzter Zeit besonders interessant, aber das müssen wir mal ein andermal diskutieren, zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Form implantiert bekommt, das ist eben ohne die umfangreiche Verarbeitung von Daten sehr schwer durchzuführen. Und dabei steht meiner Meinung nach der Schutz der Privatsphäre des Patienten gar nicht unbedingt im Widerspruch zu der umfangreichen Verarbeitung von Daten. Denn zwei Dinge sind wichtig. Erstens ist es wichtig, dass in vielleicht unserem Fall konkret Patienten auf ihre eigenen Daten zugreifen können und dass das auch garantiert ist. Das ist heute gar nicht unbedingt der Fall, auch in den Ländern, wo die Digitalisierung in der Medizin schon sehr viel weiter fortgeschritten ist. Aber das ist meines Erachtens wirklich ein entscheidender, wichtiger Fokuspunkt, der auch in technisch und auch durch die entsprechenden Gesetze in der Politik verankert werden sollte. Und darüber hinaus ist natürlich auch die Verarbeitung über viele Daten mehrerer Patienten nötig, aber diese Verarbeitung sollte ausschließlich anonym erfolgen
und natürlich auch mit der nötigen Sicherheit. Und dafür bietet auch die Technologie die richtigen Voraussetzungen. Und ich glaube, das ist wirklich ein ganz entscheidender Motor für die Innovation und auch für den Wirtschaftsstandort Deutschland, wirklich die Verarbeitung von Daten ist. Insgesamt gibt es über 800 Mitarbeiter, die in Medizintechnikfirmen arbeiten, davon 93% in kleinen und mittelständischen Unternehmen. Und da ist es halt wichtig, dass es eigentlich einen handhabbaren und liberalen Umgang mit Daten gibt, solange dieser sicher ist. Und darüber möchte ich gerne heute mit Ihnen diskutieren. Applaus